Sonne, Strand und Meer, damit müssen sich die Menschen noch ein wenig gedulden. Damit das Warten aber nicht zu unerträglich wird, möchte die Volkshochschule Reutlingen das Meer in die Region holen. Und zwar mit ihrem Semesterprogramm für das Frühjahr und den Sommer 2021, welches bei einer virtuellen Pressekonferenz vorgestellt wurde. Zusammen in den Räumen der VHS Reutlingen lernen ist derzeit noch nicht möglich. Genauso wenig wie ein entspannter Urlaub am Meer in den nächsten Wochen. Mit ihrem Semesterprogramm Sehnsucht Meer hofft die VHS aber, die Sehnsucht wenigstens ein bisschen zu stillen. Wir wollten aber mit unserem Programm auf den Sommer einstimmen. Wir wollten auf Reisesehnsucht einstimmen. Und wir wollten in dieser Zeit, wo man eigentlich nicht wirklich überall hinreisen kann, wollten wir sagen, naja, also wenn das Meer schon nicht unmittelbar greifbar ist, dann holen wir es einfach nach Reutling hierher in die VHS, in unser Programm. Und zwar durch vielfältige Online-Angebote. Dabei wird das Thema Sehnsucht Meer von allen Seiten beleuchtet. Ich starte mal mit dem Bild hinter mir, dass wir so an den Anfang unserer Meeressehnsucht, was jetzt nicht unbedingt die Sehnsucht hier darstellen soll, sondern mehr das Wachrütteln. Wie gehen wir denn mit dem Meer um? Und das wird der Auftakt sein von unserem Programm, die Veranstaltung Grab der Werte. Da geht es um Meeresschutz gegenüber wirtschaftlichen Interessen. Am Donnerstag ist dazu der Startschuss um 20 Uhr. Das Meer findet sich aber auch in Geschichte und Kultur. Deshalb widmet man sich auch dem Klassiker Moby Dick. Wer an Meer denkt, denkt auch an Kroatien, Spanien, Italien. Damit man für seinen hoffentlich bald anstehenden Urlaub gut vorbereitet ist, bietet die VHS einen besonderen Italienischkurs an. Das ist Italienisch für Anfängerinnen, aber mit der Besonderheit, dass hier in jeder Sitzung für 20 Minuten eine Live-Schalte nach Italien zu einer Köchin, zu einer Bäckerin, zu einem Hotelier, zu wem auch immer geschalten wird, wo die Teilnehmenden dann ohne Hilfe des Dozenten sich verständigen müssen. Dieser Kurs sei nur ein Beispiel, wie die digitalen Möglichkeiten das Programm der VHS positiv ausweiten würden, so der VHS-Geschäftsführer Bausch abschließend. Und das sei auch etwas, das bleiben werde.